habe das Gefühl, eine ständige Last im Bauch zu spüren. Die Angst vor etwas, das passieren wird und doch nicht eintritt. Ich muss etwas finden, was meinen Kopf und meine Hände beansprucht, wie bei jedem anderen auch. Monsieur Duval, ich rufe bezüglich eines Stellenangebots bei Ihnen an. Wo haben Sie meine Nummer herbekommen? Ich leite einen Kontroll- und Aufsichtsorganismus, der die Interessen unseres Landes schützt und wahrt. Die Arbeit, die ich Ihnen anbiete, besteht darin, Bänder mit Telefonüberwachungen abzuschreiben. Wissen Sie, ich misstraue der Informationstechnik. Aus diesem Grund bevorzuge ich nach wie vor Papier- und Schreibmaschine. Sucht sich seine Leute genau aus. Hat er sich also für dich entschieden, dann weil du perfekt bist. Ich weiß nichts über dich. Noch nicht mal, was du beruflich machst. Weil das nicht interessant ist. Aber Sie, Monsieur Duval, für wen arbeiten Sie? Wer sind die Leute, die Sie abhörten? Allerdings benötige ich dafür greifbare Informationen. Sind Sie sicher, dass wir nicht gerade abgehört werden? Sie erhalten nur von mir Anweisungen. War ich nicht deutlich genug? Unter uns werden Sie dann nicht lebend rauskommen. Du wirst ihm nichts von all dem hier erzählen. Nichts. Hast du verstanden? Du sagst mir jetzt sofort, woher du meine Adresse hast. Lass mich gehen. Du dachtest, das alles wäre eine Falle. Leute wie er, die ihre Grenzen nicht kennen, hören niemals auf, für Probleme zu sorgen. Und Sie, Duval, Sie kennen sehr wohl Ihre Grenzen.